Herzlich willkommen beim Qualifikationsturnier NBBL Nachwuchsbasketball Bundesliga. Die Basketakademie Rasta ist einer der Ausrichter, in Gruppe 1. Nach dem Erfolgsgeschichte der ersten Herrenmannschaft ist es Pflicht, eine NBBL-Mannschaft zu haben. Aber im Werktag ist man überrollt worden durch den Erfolg der ersten Herrenmannschaft, den Aufstieg in die BBL. Vor noch nicht so allzu langer Zeit ist NBBL-Headcoach Timo Ditzler gestartet, um zu sorgen, eine NBBL-Mannschaft zu formieren. Natürlich kommt diese Qualifikation viel zu früh, soweit ist man noch nicht im Vechta. Die Basketakademie Rasta besteht aus Spielern aus Vechta, Löningen und Osnabrück. Diese Qualifikation ist ein erster Test. Hier fällt das 2:5 für Kronshagen. Gut gemacht von Simon Schoppmeier, 4:5. Und Hannes Golde bringt Rasta auf 6:5. Dieses Qualifikationsturnier wird in der Sporthalle West gespielt, um dass der Dom umgebaut wird. Romelio Steffen, Lukas Sander. Romelio Steffen erkämpft sich den Ball. Und Simon Schoppmeier, eine 24 Sekunden Sirene, 8:6, Rasta. Er steht jetzt 8:8. Hannes Golde zum 10:8. Rasta spielt bis jetzt gut mit gegen BG Zugsdorf Kronshagen. Rasta vergrößert den Vorsprung. Jonas Breher zum 12:8. Rasta führt noch immer 15:12. Gut verteidigt. Und jetzt Hannes Golde zum 17:12. Zugsdorf Kronshagen ist zurückgekommen bis 16:17. Aber in der Schlussarena 2 Punkte für Rasta, 19:16 nach dem ersten Viertel. Erst gut verteidigt, dann unnötig den Ball verlieren, 2 Punkte Kronshagen. Aber Rasta führt noch immer 19:18. Ein 2 Punkte und Rasta liegt zurück mit 19:20. Inzwischen ist es 19:22, 2 Punkte und ein Freiwurf. Die 2 Punkte waren von Justus Krause, der jetzt auch der Freiwurf nimmt. Aber der verwertet er nicht. Bei Zugsdorf Kronshagen ist Maximilian Paul Sprick ins Spiel gekommen mit der Nummer 9, ein sehr guter Spieler. Und Ramin Abawi bringt Kronshagen auf 24:21. Rasta liegt zurück mit 23:24. Hier ist der Maximilian Paul, sprich ein sehr großes Talent. Und das lässt sich hier auch sehen, 26:23, Zugsdorf Kronshagen. Outside Rasta. Es steht 27:25 für Zugsdorf Kronshagen. Florian Igrista, 29:25 Kronshagen. Langsam aber sicher läuft Zugsdorf Kronshagen davon, 32:25.
Jonathan Hertling, 34-25. Das ist das 27-34. Foulspiel an Hannes Golde, 2 Freiwürfe. Er trifft einmal zum 28-34. Aber ein 3-Punkt in der Schlusssirene, 28-37. Susov Kronshagen führt zum Halbzeit. Und sie machen weiter. 39-28. Malek Scherb mit einem 3-Punkter. 31-39. Zugdorf Kronshagen führt 45-31. Und Jonas Breyer verkürzt 33-45. Und nochmals Jonas Breyer 35-45. Nur noch 10 Punkte. Klasse gemacht von Maximilian Paul Sprick zum 47-35. Florian Egrista 49-35. Kronshagen führt 51-37. Wir entschuldigen für die Bildqualität da in der rechten Ecke, da ist viel zu wenig Licht. Susdorf Kronshagen führt 55-42. Foul an Job Hömmen, 2 Freiwürfe. Und er trifft zweimal zum 45-57. Und 57-45 für Suchsdorf Kronshagen steht es auch nach dem dritten Viertel. Er steht inzwischen 64-49. Und das ist das 66-49 für Suchsdorf Kronshagen. Und sie laufen immer weiter davon. 68-49. Das Spiel ist entschieden. Aber Romelia Steffen mit einem 3-Punkt und zum 52-68. Inzwischen steht es 76-58. Nach Verlauf sollen Amerikaner Interesse haben in dieses Talent. In der 24. Sekunde Sirene 78-58, 20 Punkte Vorsprung. Und am Ende verliert Rasa dieses erste Qualifikationsspiel mit 60-80. Der Winter ist vorbei. Die ersten Sonnenstrahlen und die Frühlingswärme ist da. Darauf haben auch die Störche mit ihrem Nachwuchs hier in Welpe lange gewartet.
Auch von den Golfern lassen sich die Störche nicht aus der Ruhe bringen.
Thank you.